mein Lieben, ich möchte euch heute zwei junge Leute aus Kelsterbach vorstellen. Der eine ist hier, der auf der linken Seite ist der Finn und auf der rechten Seite ist der Marc. Hi. Was wollt ihr hier präsentieren? Ja, wir freestylen halt so aus der Leidenschaft. Also er fährt halt meistens und springt ja ein bisschen bei, dass er freestylt. Okay. Ich freestyle halt schon seit jetzt 4 Jahren. 3 Jahre eigentlich, eher gesagt, maximal 4. Ja, ich bin der Marc, ja. Bin 18, komme aus Kelsterbach und fahre meistens Schlittschuh in Frankfurt. Aber bin halt so in Deutschland überall so mäßig vertreten, was man so sagen kann. Jetzt, wenn Corona weggehen sollte oder wenn es erlauben könnte für nächste Saison, dass ich ein paar andere Länder bereisen kann, um Freestyle zu machen können. Also dass ich da Freestyle verbreiten könnte mit ein paar Kollegen. Finn, magst du dich auch kurz mal vorstellen? Ich kenne mich eigentlich schon, ich bin Finn, komme auch ebenfalls aus Kelsterbach, bin auch 18 Jahre alt. Bin eigentlich mehr als ein Sportler von der Pattergilde Kelsterbach als Wildwasserabfahrtsfahrer. Ja. Und wahrscheinlich schon mal in der Zeitung oder so gelesen, aber ist ja nichts Großes. Der Marc hier, wir haben angefangen zusammen vor 3-4 Jahren auf der Eisbahn. Er hat dann natürlich viel mehr Zeit verbracht als ich, sieht man auch jetzt gleich nachher im Video. Er ist echt eine Legende sozusagen auf dem Eis, also man kennt ihn auf jeden Fall in Frankfurt auf dem Eis. Und ich würde sagen, ja, ich hoffe, das Video wird gut. Erzähl doch mal, was macht dir Spaß? Wie bist du zu dieser Sportart gekommen? Das war eigentlich so, dass ich mit ihm, also das war eigentlich in der Schulzeit noch, wo ich mit meiner Klasse hingegangen bin. Und dann habe ich ihn, glaube ich, da, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie das war. Wir haben uns halt mäßig, also wir haben uns hier schon kennengelernt, aber wir haben uns da so besser kennengelernt, so in der Eiszeit. Weil da haben wir halt so angefangen, fahren zu lernen, bremsen zu lernen, Kurven und alles. Und dann habe ich halt meine Zeit gehabt, ich hatte halt mehr Freiraum als er, weil er musste arbeiten, musste noch seine Schule machen und ich war halt fertig in dem Zeitpunkt und konnte halt Eisfüchter lernen und ein bisschen fahren lernen. Darum bin ich halt in dem deutlich besser in dem Moment, also ich kam halt besser voran als er. Was muss man hier denn eigentlich mal machen und wer ist für diesen Sport eigentlich geeignet? Geeignet sind alle Menschen, also wie es generell ist in der Schule oder auf der Arbeit. Man muss halt einfach nur lernwillig sein, es gibt Naturtalente, die können es auf einmal. Ja. Dann gibt es Naturtalente, die wirklich Zeit dafür brauchen. Aber im Endeffekt, wenn man sich wirklich da reinhängt, dann schafft es eigentlich jeder. Das ist halt kein schwerer Sportart. Jeder Sportart ist eigentlich wirklich komplett gleich. Man muss einfach nur den Willen dafür haben. Okay, und wie lange machst du das schon? 3-4 Jahre. 3-4 Jahre? Also 3,5 Jahre so. 4 Jahre jetzt mit der Saison quasi, wenn man das jetzt zählen dürfte, aber eigentlich nicht. Okay, und wie hast du das so schnell gelernt? Muss man doch schon quasi in 2 Saisons, also das sind jetzt 2 Saisons und 1 Jahr eigentlich, so, wenn man so sagen würde, in 1,5 Jahren so gelernt, dass ich so perfekt kann. Okay. Also das ist perfekt, dass ich wenigstens so Freestyle grob kann. Und ab dahin habe ich mir gedacht, okay, jetzt muss ich nur perfektionieren und danach ab dahin traue ich mich einfach Sachen mehr, so Saltos oder so. Also bei Saltos bin ich jetzt mittlerweile dabei. Okay. Aber nur nicht erstmal auf dem Eis, sondern erstmal von irgendwelchen erhöhten Flächen. Ja. Ja, genau. Kannst du uns mal ein paar Szenen zeigen? Ich würde sagen, fängst du mit dem Leichtesten an. Ja. Das, was sie erst neu so lernen, ist ein Dreieck, kennst du ja. Dreieck übersetzen und so. Ja. Damit kannst du anfangen, dann ab. Am besten nur, dass man stehen kann. Ja. Also jetzt nicht irgendwie, dass man jetzt so komisch läuft, weil das habe ich sehr oft gesehen bei den meisten, die anfangen Schlittschuh zu laufen. Am besten ist einfach nur deine Schlittschuh in so eine V-Position zu haben und sich mit einem wegzudrücken. Mit dieser V-Position kommt man viel leichter voran. Man fällt auch nicht hin. Weil das ist halt die einfachste, das ist die Position, wie man Schlittschuh läuft eigentlich. Also ja. Dass man die Schlittschuh schräg hat, wie bei Inlinern. Dass man sich nach vorne drückt, ohne Bremse. Okay. Man will ja nach vorne fahren, da muss man sich auch nach vorne drücken, theoretisch gesehen. Wie bist du auf diese Sportart aufmerksam geworden? Wer war denn eigentlich dein Vorbild? Oder gibt es Vorbilder überhaupt in dieser Art? Schlittschuhlaufen, das weiß ich jetzt nicht mehr, wie es angefangen hat. Okay. Nee, wir waren einfach Winter, war immer die Zeit. Wir waren oftmals mit den Mountainbikes zum Beispiel. Ja. Waren wir auf dem Feldberg, sind Downhill gefahren. Ja. Es war aber so immer
brauchen immer beste Fahrräder, dann funktioniert Bremsen nicht. Und dann irgendwann kamen wir auf die Eisbahn, ja, und da hat es echt Spaß gemacht. Ja. Hat er sich die ersten einen Schlittschuh geholt. Welche Schlittschuh hast du als erstes gehabt? Irgendwelche Bauer von 1X oder sowas. 1X. Okay. Und dann halt, da haben wir, ja, ich hatte einfach so alte Schlittschuhe halt, wie jeder eigentlich, der anfängt. Oder die noch nicht so richtig gut fahren und so. Und irgendwann habe ich mir dann halt die Bauer Vapor 500 geholt. Okay. Und hat echt Spaß gemacht. Und dann ist man so gut wie jedes Jahr eigentlich auf die Eisbahn gegangen. Sobald die Eisbahn aufgemacht hat, kam der Ansturm und jeder ist auf die Eisbahn gegangen. Ja, okay. Also dann, wie das auch halt so üblich ist, man sieht das als junger Mann irgendwas und dann macht das einen Spaß. Probiert, man wird erstmal neugierig und dann probiert man es und Stück für Stück wird man immer besser, denke ich. Das richtig. Dann denke ich mal, Marc kann uns ja noch mal weiter jetzt richtig als profimäßig mal was vorführen. Ich kann was zeigen, ja. Ich gehe mal. Schade, dass wir hier jetzt keine Musik hier haben, gell? Das hätte dann gepasst. Das sind die meisten, also das waren halt die meisten Basic-Tricks, aber also das ist am Ende, das ist so ein Trick, was wirklich schwer zu beherrschen ist. Weil man rutscht wirklich sehr oft auf dem Eis weg. Und es tut auch, also es kann halt wirklich hier so schnell am Fuß wehtun. Hast du dir schon mal oft wehgetan? Oder? Hast du dir schon mal böse wehgetan? Ja, sehr oft. Also ich habe sehr oft viele Tricks versucht. Also den Trick jetzt zum Beispiel habe ich mal beim Sprung versucht, dass ich jetzt im Sprung so landen würde. Ja. Auf die Knie, das war jetzt nicht so schön, weil hatte Monate an Pause, weil mein Knie ist wirklich blau geworden und dann musste man halt die Flüssigkeit da, weil da war Wasseransammlungen und alles, man musste das alles entfernen.